Ich habe noch einmal ein wenig weitergedacht in Bezug auf die senkrechte Fassade. Mit Nischen funktioniert es sehr gut, man muss sie nur richtig einstellen. Allerdings meine Methode mit dem SOE-Abzug kann noch etwas anderes. Das möchte ich hier mal zeigen. Ich bin hier im Schnitt. Ich habe mir meine Abzugskörper als Morphs gestaltet, somit kann ich sie drehen. Ich lasse sie mal ein bisschen heroben, dass man das dann im 3D gut sieht. So, Steuerung L. Weg damit, okay. Steuerung 3. Okay, Steuerung 2. Ich muss noch den Morph-Abzug. Ich habe seinen Morph umgewandelt, also muss ich den Abzug nochmal machen. So. Das Element. Planung, Solid-Element-Befehle. Okay. Das Teil, das nicht. Operationselemente, Abzug ausführen. Steuerung L. Weg damit. Okay. Steuerung 3. Also mit meiner Methode kann ich auch problemlos irgendwie geneigte Elemente produzieren und trotzdem völlig unabhängig davon meine Wandöffnungen gestalten und verschieben. Macht keinen Unterschied natürlich. Gut, das war's wieder.